Netflix macht Anime-Fans nach langem Warten endlich glücklich. WeZero Staffel 3 startet mit einer 90-minütigen ersten Episode. Eine Serie aus Nordkorea wird gelöscht und neu gezeichnet. Das berühmte Studio Gainax ist bankrott und einige Anime müssen leider verschoben werden. Das alles und noch viel mehr hier in den Anime-News. So ist mal wieder Dienstag, 15 Uhr und wir gehen die verrückten Nachrichten der Woche durch. Wenn du die nicht verpassen willst, dann abonniere den Kanal und like das Video, so weiß ich, dass es dir gefällt. Los geht's mit den Anime-Fortsetzungen und da wäre einmal Our Last Crusade or the Wise of a New World. Eine Action-Woman-Serie, also eigentlich die perfekte Kombi. Doch leider sieht der Trailer zu Staffel 2 echt miserabel aus. Aber nun, vielleicht wirkt es im Anime selbst dann besser. Am 10. Juli können wir es auf jeden Fall herausfinden, da wird Folge 1 erscheinen. Ein erstes Visual wurde auch veröffentlicht. Wer die Serie noch nachholen will, findet Staffel 1 bei Crunchyroll. Dort läuft auch die zweite. Ganz verrückt ist dagegen The 100 Girlfriends Who Willy Love You. Dies ist ja einer der lustigsten Harem-Anime der letzten Jahre. Und kurz nach der Ausstrahlung wurde eine zweite Staffel angekündigt. Nun wurde nicht nur ein neues Poster veröffentlicht, sondern wir wissen auch, wann die Fortsetzung startet. So geht es im Januar 2025 weiter. Hat man also schon gleich was, auf das man sich im nächsten Jahr freuen kann, oder? Streamen kann man die Serie bei Crunchyroll, da sogar mit einer hammerdeutschen Synchro, also schau mal rein. Im Geheimen wurde mir dann noch die nächste Nachricht übermittelt. So habe ich erfahren, dass Spy Family eine dritte Staffel erhält. Auf dem Undercover-Twitter-Kanal wurde auch ein süßes Bild von Anya veröffentlicht. Bondman konnte zwar nicht sagen, wann es weitergeht, aber über die Nachricht würden sich bestimmt einige freuen, so Bondman. Wer Spy Family noch nicht gesehen hat, findet Staffel 1 der Serie bei Netflix und alle beiden Staffeln auf Crunchyroll. In eine andere Welt gehen wir dann wieder mit WeZero, starting life in another world. Und da warten wir ja alle gespannt auf die dritte Staffel von diesem Isekai-Anime. Die erste Folge feiert ihre Vorabpremiere schon am 5. Juli, aber erstmal nur auf der Anime Expo in Los Angeles. Dadurch wurde bekannt, dass diese Episode Überlänge haben wird. Und zwar so richtig. So geht diese nämlich 90 Minuten, also hat eben Filmlänge. Ob da jedoch noch was abgezogen wird, wegen Werbung oder Pausen, wissen wir noch nicht. Alle, die es jedoch nicht nach Amerika schaffen, müssen deutlich länger warten. So startet die Fortsetzung erst wirklich im Oktober. Streamen kann man die Serie auf Crunchyroll. Gute Nachrichten haben wir jetzt für alle, die gerne Anime kostenlos schauen. So gibt es eine Ergänzung zu der Sci-Fi-Action-Serie A Certain Magical Index. Da ist nun nicht nur Staffel 1 und 2 bei Free streambar, sondern auch der Film. Dieser trägt den Titel The Miracle of Endymion. Spielt innerhalb der zweiten Staffel, kann man aber auch ohne Probleme erst nach der zweiten schauen. Den Film gibt es nicht nur mit Untertiteln, sondern auch auf Deutsch bei Free. Nun wird die Glotze angeschaltet. So zeigt ProSieben Max die Drama-Abenteuerserie To Your Eternity. Und zwar als Free-TV-Premiere. Der Anime handelt von einem unsterblichen Wesen, was sich in alles verwandeln kann. Auf seiner langen Reise trifft er auf viele wundersame Menschen, muss aber auch häufig Abschied nehmen. Wer also Bock hat, mal wieder ordentlich zu heulen, der sollte am 5. Juli einschalten. So gibt es ab da jeden Freitag nach dem Anime-Film 3 Folgen am Stück. Also ab immer so 22 Uhr. Danach kann man die Episoden kostenlos bei Join streamen oder im Abo auf Crunchyroll. Und dann will ich noch über eine Disc-Neuheit reden, denn Lonely Castle in the Mirror, dieser Drama-Film, soll bei uns auf Disc erscheinen und da natürlich dann auch mit deutscher Synchro. Deswegen will ich ihn dir kurz nochmal vorstellen. Und zwar dreht sich das Ganze um Schüler, die gemobbt wurden oder aus anderen Gründen nicht mehr zur Schule gehen. Und die bekommen eines Tages eine Nachricht durch einen Spiegel. Und dieser Spiegel, durch den können sie durchgehen und der führt sie in eine andere Welt, beziehungsweise in dieses Schloss. Und da begegnen sie sonderbaren Wesen, die ihnen erklären, okay, wir können euch oder dir einen Wunsch erfüllen, aber du musst gewisse Hinweise kombinieren und das Rätsel um diesen Ort lösen. Was es dann noch für dramatische Wendungen gibt, das will ich gar nicht verraten, weil sonst hat man die Hälfte des Filmes schon gespoilert. Aber ich glaube, in diesen Film sollte man auf jeden Fall mal reinschauen. Ich hoffe, dass der auch irgendwann streambar ist, wahrscheinlich dann bei Aniverse durch KSM, aber da das halt ein recht neuer Film ist, wird das wohl noch ein bisschen dauern. Auf jeden Fall wird er deutlich früher bei uns auf Disc erscheinen und zwar am 25. Juli 2024 für 30 Euro in einer Collectors Edition und ich würde mir das Ganze auch als Collectors Edition holen, weil gibt es nämlich nicht nur ein Digipack im Schuhbar mit 3D-Cover dabei, ein Booklet, eine 3D-Artcard, eine Leseprobe, ein Poster und so weiter und so fort. Nicht nur wegen den Extras würde ich es mir holen, sondern weil es auch einfach nur
5 Euro mehr kostet, denn die normale Edition, die Blu-ray-Fassung, kostet 25 Euro. Bei der DVD-Variante würde man ein bisschen mehr sparen, aber jetzt auch nicht wirklich nennenswert. Aber wenn du halt keinen Blu-ray-Player hast, dann bist du sowieso angeschmiert da bei der Special Edition, weil die ist scheinbar nur als Blu-ray, die Collector's Edition. Wie gesagt, soll am 25. Juli erscheinen, schaut da auf jeden Fall mal rein. Nun kommen wir leider zu schlechten Nachrichten. So werden einige Anime verschoben. Einmal wäre da Sword of the Demon Hunter. Bei dieser Action-Serie dreht sich alles um den Schwertkämpfer Jinta. Dieser muss auf der Jagd nach Dämonen sogar durch die Zeit reisen. Diese Serie sollte eigentlich schon am 27. Juni starten. Sogar mit einer einstündigen Episode. Doch nun wurde das Ganze aufs nächste Jahr verschoben. Ganz schön crazy. Wahrscheinlich liegt es an den Problemen rund ums Studio Yokohama Animation Lab. Die sind auch für Flüstermeer Liebeslied zuständig und der muss auch eine Zwangspause einlegen. Dafür soll dann aber die Serie gleich über 6 Monate laufen, somit wohl so 24 Folgen erhalten. Also Sword of the Demon Hunter. Besonders doof ist es für ADN, denn für die wäre das ein Starttitel im Sommer gewesen. Aber besser komplett verschieben als pausieren, oder? Ganz komisch ist jedoch dann die News zu Delicious Nursery. So sollte auch dieser Anime, wo Vampire auf kleine Kinder aufpassen, im Juli starten. Doch nun musste auch der nach hinten gedrückt werden. Aber jedoch nicht auf den Herbst oder gar die Winterseason, nein, auf den August 2024. Also einen Monat nach dem offiziellen Start der Season. Echt komisch. Grund seien mal wieder produktionsbedingte Probleme. Vielleicht überarbeitet sich JC Staff ja gerade. Sie bringen nämlich im Sommer gleich 3 Anime raus. Wo Delicious Nursery streambar sein wird, ist aktuell noch nicht bekannt. Weiter geht's mit einer Schocknachricht für viele Fans. So ist das weltberühmte Studio Gainax pleite. Dieses ist zum Beispiel zuständig gewesen für Nadia und die Macht des Zaubersteins. Aber wohl am meisten bekannt sind sie für Neon Genesis Evangelion. Doch leider muss man sagen, dass die goldene Zeit von Gainax längst hinter ihnen liegt. Viele Mitarbeiter haben sich schon vor vielen Jahren abgesetzt und sich als Studio Trigger neu formiert. Hideaki Anno gründete dagegen Studio Kara. Und er hat zum Glück auch die Rechte an Evangelion. War ja auch hauptverantwortlich für die damalige Serie. Aber nicht nur an Evangelion, sondern Kara hat sich allgemein die Marke von Gainax gesichert. Was sie damit machen und wie es mit Gainax selbst genau weitergeht, steht jedoch noch in den Sternen. Und dann will ich kurz nochmal über Amazon Prime reden, denn Prime Video bzw. Amazon allgemein wurde jetzt verklagt. Die Verbraucherschützer in Deutschland haben eine Sammelklage angefertigt mit so 18.000 Leute, die da mitgemacht haben. Denn für alle, die es nicht mitbekommen haben, Prime hat ja vor kurzem eingeführt, dass bei Prime Video regelmäßig Werbung läuft. Aber keine Sorge, nicht auf Aniverse oder beim Crunchyroll-Kanal, also nur bei Prime-Inhalten selbst, nicht bei den zusätzlichen Kanälen. Und wenn man diese Werbung halt nicht mehr haben will, dann muss man 2,99 € zusätzlich bezahlen. Und die Verbraucherschützer argumentieren jetzt, dass halt damit der Vertrag geändert bzw. gebrochen wurde und man dem halt als Nutzer zustimmen müsste. Was ich auch ehrlich gesagt nachvollziehen kann, aber ich bin natürlich hier kein Anwalt. Jetzt haben sie auf jeden Fall diese Sammelklage eingereicht und jetzt müssen wir da mal abwarten, ob das Ganze durchkommt, ob es dann zu einer Verhandlung kommt und wie am Ende das Ergebnis ist. Darüber werde ich dann sicherlich berichten, also ob es positiv für dann die Kläger ausgeht oder ob am Ende Amazon dann doch gewinnt. Warten wir also mal ab. Nun kommen wir aber zu dem Nordkorea-Anime. Naja, so halb. Denn zumindest kann man vermuten, dass bei Dahlia in Bloom Crafting a Fresh Start with Magical Tools auch Leute aus Nordkorea dran gearbeitet haben. So wurden nämlich Teile der Produktion so häufig an andere abgegeben, dass man die Übersicht verloren hat. Und eine dieser Firmen will auch nicht die Mitarbeiterliste rausrücken. Man kann also die Beteiligung von Animatoren aus Nordkorea nicht ausschließen. Also geht man lieber auf Nummer sicher und animiert die betroffenen Szenen neu. Keine Ahnung warum jetzt genau, aber man will wohl nicht mit Nordkorea in Verbindung gebracht werden. Auch wenn es schon fast ein erster Schritt der Annäherung wäre, aber lassen wir das. Trotz dieser Probleme soll die Serie immer noch im Juli starten. Ja, hoffen wir mal, dass sie bis dahin alles fertig bekommen. Nun aber auf zu Netflix und die haben 2 neue Anime angekündigt. Einmal Leviathan, welche das gleichnamige Buch von Scott Westerfield adaptiert. Spielt kurz vor dem Ersten Weltkrieg und handelt von 2 Teens,
Aliens, die versuchen, den Verlauf der Geschichte zu ändern. Nämlich mit einem biotechnischen Luftschiff. Soll 2025 rauskommen. Der Anime wird von Studio Orange produziert, die besonders für ihre 3D-Anime bekannt sind. Aber die sehen wenigstens auch gut aus. Noch dieses Jahr erscheint dagegen Tokyo Overwhite. Spielt in der weit entfernten Zukunft. Eine Motorradgang entdeckt plötzlich die dunklen Seiten einer eigentlich utopischen Stadt. Wirkt wie eine Mischung aus Psycho Pass plus Akira. Ordentlich wird es dann wieder in Rising Impact und ich glaube, dieser Anime wird ziemlich untergehen. Deswegen wollte ich ihn dir kurz nochmal hier vorstellen. Und zwar dreht sich das Ganze um den guten Yavain Nanami, der recht jung ist, aber halt gerne Bälle in die Lüfte werft bzw. diese fliegen lässt. Und deswegen spielt er halt Baseball bzw. ist davon fasziniert. Aber als er halt eines Tages Golf kennenlernt, da ist eine neue Liebe in ihm erwacht. Und natürlich kämpft er dann jetzt auch gegen andere Gegner, die dann alle überrascht sind, dass dieser kleine Junge sie vielleicht dann doch besiegen könnte. Das Ganze geht also so ein bisschen in die Richtung von Tombo. Der läuft ja gerade auch in der Season bei ADN bzw. Animals. Nur, dass wir uns hier eben auf einen Jungen fokussieren und ich denke, es geht auch deutlich schneller dann los, dass man gegen Gegner antritt. Das Ganze kommt nämlich interessanterweise vom Seven Deadly Sin-Schöpfer. Also der hat das Originalwerk gezeichnet. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt heißt, dass alle Seven Deadly Sins-Fans da mal reinschauen sollten. Ich glaube eher nicht daran, aber vielleicht hat das dann doch ein bisschen dein Interesse geweckt, in diesen Golf-Anime reinzuschauen. Soll am 22. Juni zumindest der erste Teil bei Netflix erscheinen. Doch nun können sich alle Sailor Moon-Fans freuen, denn nach langer Wartezeit ist es endlich soweit. Die zweiteilige Filmreihe Sailor Moon Cosmos kommt endlich zu uns. Vor einem Jahr erschien sie in Japan, nun soll sie ab dem 22. August auf Netflix streambar sein. Hoffentlich auch mit deutscher Synchro. Zumindest wurde angekündigt, dass das Ganze nicht nur auf Japanisch erscheinen soll. Es also unterschiedliche Synchronfassungen geben wird. Sailor Moon Cosmos ist die Fortsetzung von der Sailor Moon Eternal Filmreihe, die man auch bei Netflix streamen kann. Für viele neue Anime, die du unbedingt sehen musst, klicke aufs Video um rechts und was mit Puaim los ist, erfährst du im Video um links. Aber das soll es dann auch schon gewesen sein. Was ist dein Lieblings-Anime-Studio? Oder ist es dir egal, von wem eine Serie animiert wird? Schreib es doch gerne in die Kommentare, drücke auf den Gefällt mir-Button und vergiss nicht zu abonnieren. Man sieht sich im nächsten Video. Bis dann.